Wir finden das Thema selbstorganisiertes Arbeiten, das wir im Doktorandenprogramm als Ganzes kennen, so wichtig, dass wir das hier zeigen wollen und in die Organisation zurückspielen wollen. Mein Name ist Dirk Blum, ich mache bei Bosch eine Doktorarbeit in der zentralen Forschung zur Beschichtungstechnologie. Wir haben uns dieses Mal eine Location ausgesucht, die die ausgetretenen Pfade von Bosch verlässt. Wir haben die Teilnehmer auch auf einen neuen Weg angesprochen. Wir sind über unser internes Social Media Tool, das Bosch Connect, gegangen. Und weil wir finden, dass das Thema aber deutlich über die Doktoranden hinausgeht, haben wir noch Führungskräfte und Mitarbeiter eingeladen. Mein Name ist Min Nguyen. Ich bin vor 4 Jahren zu Bosch gekommen als Doktorand. Heute bei diesem Workshop sind wir zusammen da, um den Begriff COIN für uns zu definieren. Ja, COINs sind Collaborative Innovation Network. Selbstorganisierte Teams, die einem klaren Wertekanon verpflichtet sind. Teams ermöglichen den Führungskräften und der Organisation neue Wege zu erschließen, da es bei den COINs keine Führungskraft an sich gibt, ergibt sich die Herausforderung für die Führungskräfte, wie gehen sie damit um? Wenn jetzt die Frage ist, was ändert sich, wenn man ein selbstorganisiertes oder auch ein agiles Team führt, dann ist das Entscheidende, dass man zum einen die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass die Kompetenz im Team ist, die man braucht, dass die Expertise da ist, dass man dann aber in der Lage sein muss, auch Vertrauen zu schenken, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also ich finde es extrem spannend, weil ich COINs nur von der Universität kannte. Und jetzt gibt es die einmalige Möglichkeit, dass wir dieses innovative Organisationsmodell live hier bei Bosch mal ausprobieren. Wir arbeiten im Web 3.0 oder Internet der Dinge und Serviceumfeld sehr oft nach diesem Muster. Das heißt, Personen aus einzelnen Bereichen finden sich bereits heute neben ihrer Arbeit oder ihren eigentlichen Aufgaben, um Themen zusammen zu bearbeiten. Also erstens mal freue ich mich, dass ich zu den Veranstaltungen bei den Doktoranden eingeladen werde. Das Doktorandenprogramm hat uns natürlich interessiert, weil es für uns auch spannend ist, an welchen Themen Doktoranden forschen. Wenn man freier arbeiten kann, ist es einfach auch kreativer und macht mehr Freude.